Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Kingdom Come Deliverance. Ja, wir sind hier jetzt in Sasau und haben vieles zu tun, deswegen rede ich gar nicht mehr um den heißen Brei, sondern starte die ganze Geschichte. Jetzt schaue ich noch einmal, ob meine Friends da sind. Jawohl. Sie sind schon aufgestanden. Jetzt kann ich Ihnen die frohe Botschaft übermitteln, dass Sie einen Job haben. Du bist vernünftiger, Matthias. Gelobt sei Jesus Christus. Der Müller in Ledeczko würde euch gern kennenlernen. Du hast wirklich Arbeit für uns? Selbstverständlich. Ich konnte eure verdrießlichen Gesichter nicht länger ertragen. Danke, Heinrich. Nur... Was? Die Belohnung, die wir versprachen, also, wir kommen zusammen nicht mal auf einen Groschen. Ach, das macht nichts. Gebt mir das Geld, wenn ihr könnt. Das werden wir. Komm nächste Woche vorbei. Wir geben dir Geld, sobald wir unseren ersten Lohn bekommen. Ja, ja. Ich habe sogar Geld für euch bezahlt. Ah, okay. Was zum Teufel? Ja, die werden sich jetzt gemütlich auf den Weg machen. Ach, ist das schön. Ich werde jetzt mich ins Badehaus begeben und etwas waschen, bevor ich mich dann mit diesen wichtigen Leuten treffe. Muss ich ja einigermaßen noch etwas aussehen und deswegen muss ich mich säubern. Gute Frau, bitte wasche meine Kleidung. Und was darf's? Ein paar. Natürlich, aber zu... Gut. Du wirst es nicht bereuen. Jetzt hätte ich mich natürlich auch heilen lassen können. Denn ich bin noch etwas verletzt. Ah ja, egal. Ah ja, ein bisschen was reparieren wollte ich auch. Kleines Rüstungsset. Ah, den kann ich nicht reparieren. Na, ist egal. So. Jetzt sind wir in einem Top-Zustand. Einen Helm werde ich jetzt ausziehen. Was war denn jetzt los? Ach so, das war ein Clipping-Fehler. Ich möchte schließlich, dass die Leute mein Gesicht sehen. So, und jetzt suchen wir eine Schenke in der Nähe vom Hauptplatz. Das sind lauter Plätze hier. Irgendwo hier. Ah, das sieht mir nach einer Schenke aus. Wirtshaus beim Anger. Ich frage jetzt einfach mal nach. Geh mal rein. Okay, das ist zu. Ist auch zu. Interessant. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Aber sowieso. Okay. Okay. Als ich ihr gesagt habe, dass Tonda ihr alles abkommt. Ich weiß, dass da am Anfang auch noch ein Wirtshaus ist. Vielleicht ist das ja gemein. Ich meine, das ist jetzt der Schmied. Wo war denn das Wirtshaus? Okay, schauen wir auf die Map, damit niemanden langweilig wird. Achso, das ist eh das Gasthaus da, wo ich die Schenke. Okay.
Ja, holen wir doch noch zuerst das Diadem. Ich glaube, wir können ruhig noch etwas warten. Das war doch irgendwo hier. Ja, genau, geradeaus. Das ist ein großer Gebäudekomplex. Mhm. Was ist das hier? Sieht auf jeden Fall mal interessant aus. Gehen wir mal in den ersten Stock hinauf. Noch interessanter aus. Sehr schwer. Das ist eine Schatulle. Stiel. Nee. Okay, jetzt habe ich kurz Angst gehabt, dass mir das weh tut, aber es tut mir nicht weh. Das war vielleicht die falsche Tür. Gehen wir es hier. Okay, das geht nicht. Was sollte hier irgendwo sein? Finde Pater Simon. Warum hätte ich Pater Simon finden sollen? Mir Schleier. Ich muss hier rein, oder? Also genau hier muss ich sein. Ah, da komme ich auch noch hoch. Hier ist er. Meister Jerome. Gott sei mit dir. Die Herrin von Thalmberg schickt mich. Sie möchte wissen, warum ihr Diadem noch nicht fertig ist. Wir tragen daran jedenfalls keine Schuld. Wir hatten einen großen Edelstein bestellt, der das Diadem zieren sollte. Einen schönen Moldavit aus Südböhmen, der in Prag geschliffen wurde. Aber nun, ja. Kurz gesagt hat sich der werte Händler Martin Fizek, der ihn aus Prag herbringen sollte, unterwegs wohl verirrt. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Das wird Herrin Stefanie nicht gefallen. Wir hätten hier einen Stein, womit wir den Moldavit ersetzen könnten, aber bestimmt kannst sogar du erkennen, dass er einer noblen Vermählung nicht würdig ist. Und auch nicht unserer gehobenen Handwerkskunst. Mhm. Gäbe es doch nur jemanden, der den Moldavit aufspüren könnte. Aha. Ersetze den Stein. Warum fragst du nicht einfach? Ich mache mich auf die Suche. Sag mir, wo der Kerl zuletzt gesehen wurde. Dieser Kerl ist kein geringerer als der ehrbare Händler Martin Fizek. Zuletzt wurde er westlich von hier gesichtet, als er die Sasau entlang ritt und den Steg über die Furt passierte. Mhm. Offenbar kam er nie hier in Sasau an. Gut, ich werde ihn suchen, aber inzwischen könnte er auch über alle Berge sein. Oder unter der Erde. Ha. Die nächste Aufgabe. Wir waren da schon richtig. Da habe ich diese Stiege nicht gesehen. Aber das muss jetzt warten. Ach, Pater Simon, jetzt weiß ich, das war so eine Nebenquest. Das war so eine Nebenquest, aber warum ist er nochmal schnell gegangen? Irgendwas hätte der wissen können, der Pater Simon. Und ich hätte suchen müssen, irgendeinen alten, verwirrten Mann. Irgendwo. Und anscheinend hat sich die Quest jetzt erledigt. Wo muss ich mich eigentlich mit Herrn Ratzig und dem... Wo muss ich mich mit denen treffen? Finde heraus, wer uns also mit Kupfer arbeitet, finde heraus, woher die Münzfälscher ihre Quecksilber beziehen
Optional sprich mit Ulrich. Vergeltung, Diensten, Vergeltung. Okay, ja, das ist ganz ein anderer Quest. Klötze im Fluss. Schützenname Itzek, der mir so. Okay. Das haben wir ja schon gemacht. Haben wir schon mit ihm geschossen. Okay, das ist jetzt nur der Weinkeller oder Bierkeller. Da ist der Herr Ritter. Sprech mir mal mit ihm. Also, was hat Meister Pfeiffer gesagt? Ich fragte ihn um Rat und weiß nun, wo wir anfangen sollten. Erzähl mir mehr. Meister Pfeiffer zufolge benötigten sie Kupferbleche für den Münzkern und Quecksilber für das Alma... das andere eben. Almangan. Das Kloster verfügt über diese Materialien. Genau. Deshalb bin ich an den örtlichen Schmieden interessiert. Ja, das klingt plausibel. Erst gestern erfuhr ich, dass die Leute im Kloster klagen, die ganze Nacht nicht schlafen zu können, weil der Schmied bis Sonnenaufgang durcharbeitet. Verstehe. Es lohnt sich gewiss nachzufragen. Sonst noch etwas? Du sagst, sie verwenden Quecksilber. Hier gastiert ein Maler, der die Kirche in Urschitze dekoriert. Er beschwerte sich, weil er im Kloster neues Quecksilber holen wollte, es dort aber keines mehr gab. Bestimmt lohnt es sich, dem nachzugehen. Danke. Jetzt muss ich mit dem Freskenmaler reden. Nicht schlecht. Das weiß ich mehr. Aber in welcher Schenke wollte sich eben Pfeiffer und Herr Ratzig mit mir treffen? Achso, das ist das falsche Pferd. Da ist ja meins. Mein schönes weißes Ross. Ich reite jetzt doch mal hier noch so herum und vielleicht finde ich ja die Schenke. Wobei, die werden wahrscheinlich noch gar nicht hier angekommen sein. Ich schaue trotzdem mal nach, ob hier irgendwer sitzt. Der schon aufgesperrt hat. Den Schankraum. Nee. Ach, steig doch auf. Ja, dann werden wir das wohl im Kloster erledigen. Ich schaue mich trotzdem noch mal ein bisschen um hier in Sasau. Möge Gott mit dir sein, Heinrich. Das wäre ein Pranger. Der hat sicher Durst. Danke. Tausend Dank. Durst haben ist sehr unangenehm. Steinmetz. Gibt es hier auch Minen oder so? Vermutlich. Da sind wir ja schon mal geritten, weil wir die Kirche gesucht haben. Durchsucht haben eigentlich. Ach ja. Reiten ist sehr schwer. Okay. Das ist der Scharlatan. Das wär's dann. Hier, und danke für den guten Handel. Da gibt's Rüstungen. Seinen Händler. Ich denke, wir wissen jetzt schon ungefähr, wo etwas ist. Okay, reiten wir zu
zum Kloster. Mir zeigt sie wieder etwas an. Sprich mit dem Freskenmaler. Der ist auch in der Schenke, also. Vielleicht wohnt er dort. Das könnte ja auch gleich sein hier. Achso. Er ist der Freskenmaler, jawohl. Gelobt sei Jesus Christus. Jetzt ist natürlich der falsche Moment, mich einzublenden. Ich höre, hast du Probleme, an Quecksilber zu kommen. Und wie ich die habe. Zum dritten Mal in diesem Monat sagen sie mir, sie hätten keines. Es ist nicht zu bekommen, sagen sie. Von wem genau sprechen wir hier? Wer hält deine Ware zurück? Der Klostermeier, oder besser gesagt sein Gehilfe. Was hat der Klostermeier dir denn gesagt? Nichts. Er kümmert sich nicht um solche Lappalien, sondern überlässt sie seinem Gehilfen. Patziger Widerling. Mhm. Wozu benötigst du Quecksilber? Sie brauchen es, nicht ich. Sie mischen damit rote Farbe für mich an. Ich male in der Uschitzer Kirche. Kannst du dir vorstellen, wie trostlos das ohne Rot aussieht? Nicht wirklich. Sei froh. Meine Augen schmerzen allein bei dem Gedanken daran. Mhm. Das Quecksilber hat sich wohl kaum in Luft aufgelöst. Wo könnte es sein? Wenn ich das wüsste. Jedes Mal, wenn ich um rote Farbe bitte, sagen sie, es gäbe kein Quecksilber, um sie zu mischen. Einmal behaupteten sie, die Ware kam nie an. Ein anderes Mal, dass der Wagen überfallen wurde. Und zuletzt ging es irgendwie verloren. Und du denkst, sie lügen? Jesus, was weiß ich. Aber es kommt mir komisch vor. Ich meine, wie kann es dreimal hintereinander kein Quecksilber geben? So das viel ist Pech verdächtig. Auf einmal hat keiner. Okay. Danke, das wäre fürs Erste alles. Warte! Möchtest du nicht etwas kaufen, bevor du gehst? Oder würfeln? Ich brauche dringend Geld. Ich warte schon eine Ewigkeit hier und der Aufenthalt wird langsam teuer. Mhm. Warum nicht? Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Oh, das Leben im Wirtshaus. Interessant. Edler Wein. Schatzkarte. Normalerweise, ja, von mir aus. So, ich hoffe, ihm ist geholfen. Gewürfelt hätte ich nicht mit ihm, weil das gewinne ich doch. Und dann verliert er noch mehr Geld. Jetzt haben wir zumindest Lektüre, wenn uns mal langweilig wird. Jetzt kann ich mich endlich wieder einblenden. Okay. Schauen wir mal, wie das so zugeht hier im Kloster. Mhm. Vermutlich ist der da oben im Haus, zu dem ich muss. Aber ich schaue jetzt mal da drüben vorbei, wie es mit den Kranken aussieht. Jetzt wieder los. Trink doch dein Gebräu. Es ist alle. Du hättest was aufheben sollen. Ja, hab ich aber nicht. Ihm habe ich ein Schlafmittel gebraut. Das ist das letzte Mal. Mhm. Habe ich nicht so einen Schlaftrunk? Ja, bitte. Ich habe doch noch so einen Schlaftrunk. Habe ich in meinem Inventar gesehen. Bruder. Okay. Der ist doch wohl irgendwie gestorben. Aha. Sieht seltsam aus, wie er da liegt. Ihm habe ich das Bein gerichtet. Der ist gut versorgt. Der auch, wie es aussieht. Hans aus Scarlett. Was? Und? Was denkst du? Fühlt sich sauber an.
Hoffentlich hilft's. Ihm hab ich sag ihnen, sie sollen täglich deine Verbände gegeben. Wechseln. Sie sind hier. Vielen, vielen Dank, Heinrich. Keine Ursache. Okay. Da ist jetzt auch nichts Besonderes los. Aber wo ist eigentlich sie? Die er da sonst immer gepflegt hat. Das ist gar nicht da in dem Moment. Ah doch, hier ist sie ja. Die Johanka. Wie geht es den Kranken und Verwundeten? Ich glaube, ich kann nichts mehr für sie tun. Ich weiß. Du hast dein Bestes gegeben. Ja, habe ich. Nun können wir nur noch für die Verstorbenen beten. Ja, leider ist einer verstorben. Der liegt hier so einfach herum. Ganz seltsam. Ja, ich habe nicht für bessere Bedienungen gesorgt. Aber so ist es halt. Okay, ich habe eine Quest abgeschlossen. Das ist nicht schlecht. Jetzt müssen wir eben mehr herausfinden über dieses Quecksilber. Okay, Klostermeier. In der Kammer des Klostermeiers. Soll ich meine Nachforschungen fortsetzen? Alles klar, mal schauen, ob ich da reinkomme. Reden wir mal mit dem Klostermeier. Gott sei mit dir. Mhm. Ich bin auf der Suche nach Quecksilber. Hast du welches? Sprich mit meinem Gehilfen. Er kümmert sich um solche Dinge. Gut, hab Dank. Okay. Hey! Das ist der Helfer des Klostermeiers. Gott sei mit dir. Habt ihr Quecksilber auf Lager? Wer fragt denn? Wer denn? Na, ich, der arme Maler. Niemand, nur ich. Dann habe ich keines. Das klingt beinahe, als ob du mir keines verkaufen wolltest. Es ist nicht so, dass ich nicht will. Ich kann nur nicht. Mhm. Ach nein, ausgerechnet hier im Sasauer Kloster? Das kommt mir seltsam vor. Ich habe den Eindruck, als füllst du gern deine eigenen Taschen. Was wollen die Leute davon halten? Es ist nicht... Ich... Ach, Scheiße. Spuck's schon aus. Sie kam mittags zu mir, geradewegs in die Kammer. Der Meier drehte irgendwo seine Runden. Irgendein Ritter, ohne Wappen, aber bewaffnet, nannte sich Herr Jeschek und hatte einen Knecht namens Rapota bei sich. Einen schmuddeligen Knilch mit gelbem Umhang, ständig am Pfeifen. Sie sagten, sie wollen das ganze Quecksilber, das wir fürs Kloster bestellen. Natürlich lehnte ich zuerst ab. Und dann was? Drohten sie dir? Zunächst nicht. Sie wollten mich nur bestechen. Aber als ich ablehnte... kamen die Drohungen. Womit drohen sie dir? Womit drohten sie dir? Sie sagten, sie kennen Leute im Kloster. Dass sie mich rauswerfen lassen oder des Diebstahls bezichtigen würden. Hast du denn gestohlen? Vorher, meine ich. Kannst es dir ja denken. Ich arbeite mich krumm und das für einen Hungerlohn. Also wussten sie davon? Ja, sie kannten meinen Namen, alles. Wie läuft die Übergabe ab? Ich bringe es auf den Hügel hinterm Kloster. Dort steht ein hoher Baum, darunter eine kleine Kapelle. Manchmal wartet Rapota dort. Wenn nicht, lasse ich es einfach dort zurück. Okay, sehr interessant. Nun gut, hab Dank. Okay, muss ich noch immer das Zimmer durchsuchen? Nee. Okay, jetzt sind sie wohl anscheinend angekommen. Und da ist noch eine Schenke, wie es aussieht. Okay. Und das ist der Ort der Übergabe. Ich glaube, ich spreche zuerst mit Meister Pfeiffer und Herr Ratzig wird ja auch in der Nähe sein. Jetzt weiß ich ja, wo die Übergabe stattfindet und vielleicht... machen wir einen gemeinsamen Plan. Oder sie schicken einfach mich dorthin. Wir werden es sehen. Aber zuerst spreche ich mit Herrn Ratzig. Ja, es dürfte so um die Mittagszeit sein.
So, wo war das jetzt? Hier irgendwo am Ende. Am Ende dieser Straße. In diesem Haus. Das saß aber Schreiber. Ist der Vogt? Aber da ist der Herr Pfeiffer nicht. Hallo Heinrich. Hier ist er ja. Keine feinen Kleider an. Interessant. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Du siehst anders aus, Meister. Ich will nicht auffallen, damit nicht jeder weiß, dass ich hier bin. Okay. Wieso? Um die Schurken nicht aufzuschrecken. Gerüchte verbreiten sich schnell. Und wenn sie erfahren, was wir vorhaben, fliehen sie. Das klingt einleuchtend. Sehr schlau. Also, was konntest du herausfinden? Ich weiß, woher das Quecksilber stammt. Du hattest recht, es kommt aus dem Kloster. Nun, das war die einzig logische Erklärung. Sie übergeben es auf dem Hügel hinterm Kloster. Hast du dich dort schon umgesehen? Noch nicht. Es könnte sich auszahlen. Schon dabei. Und weißt du, wer dahinter steckt? Ein Kerl namens Rapota. Nicht viel, aber ein Anfang. Das ist kein gängiger Name. Hör zu, Heinrich. Ich habe auf dem Weg hierher nachgedacht. Die Fälscher benötigen auch ein Standswerkzeug, um die Münzen herzustellen. Ja, natürlich. Das ist etwas Besonderes. Ich kenne da einen Mann, der auf dem Klostergelände arbeitet. Meistergraveur Jerome von Schlesien. Glaubst du etwa, dass er... Nein, nein, Gott bewahre. Ich kenne ihn gut, so etwas würde er nie tun. Aber er leitet eine Gravurwerkstatt, also hat er vielleicht etwas darüber gehört. Also gut, ich frage ihn. Aber sei taktvoll. Ich möchte ihn nicht beleidigen. Und ich zöge es vor, wenn du mich nicht erwähnst. Ich werde mir Mühe geben. Das ist alles. Okay. Hochinteressant. Naja, dann schauen wir uns doch dort einmal um. Auf dem Hügel hinterm Kloster. Herr Ratzig sollte ja auch hier irgendwo sein, eigentlich. Schauen wir noch mal kurz auf die Karte. Ah, mit dem haben wir eh schon gesprochen. Wissen wir wenigstens genau, wo er ist, dieser Graveur. Und ja, da reiten wir danach hin. Aber zuerst geht's zum Übergabeplatz. Hihot, Pferdchen, laufe wie der Wind. Ein Hügel hinter dem Kloster. Das wird wohl dieser Hügel sein. Reiten wir durch den Weinberg. Einfach querfeld ein. Jawohl, bin noch richtig unterwegs. Passiert hier. Ich steige mal ab und untersuche das zu Fuß. Blutspuren.
Fliegenpilz? Wer ist da? Okay, ein Lager. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Das ist keine Chance. Hier drüben! Wo sind alle? Schnell! So, dich haben wir auch gleich. Oh, das ist der Händler. Seien wir gnädig mit den Banditen. Thronschlüssel. Was hat der für einen Bogen? Hornstauchbogen. Nehmen wir den mal auf. Ein paar Groschen hat er. Schmiedset. Langstreckenpfeile sind auch cool. Verband, Trinkwasser könnte man auch immer wieder mal brauchen. Das ist mir etwas zu schwer. Was haben wir hier? Eine französische Altarkerze. Die sieht ja witzig aus. Oh, Moldavit. Aha. Interessant. Das war also... Ah ja, das war ja der Händler, der den Stein bringen sollte. Genau. Den haben wir jetzt auch gefunden. Super. Ich hab's eigentlich gar nicht gedacht an diese Quest. Glaskelch. Was hat er dabei? Leider nichts. Oh, traurig. Traurig, traurig. Aber das Mittelalter war hart. Naja, jetzt haben wir das auch erledigt. Ich habe ja gedacht, das war die Quest. Oder das ist der Ort von der Übergabe. Das sicher mitbekommen. Dort, wo das Quecksilber übergeben wird. Aber dem war nicht so. Ich glaube, das werde ich jetzt aktivieren. Aber das war schon wieder mit dieser Folge. Dieser Bleigeschichte gehen wir in der nächsten Folge weiter nach. Bis dahin. Servus.